So, Leute, da sind wir wieder im wunderschönen Dorf und ihr seht, wir haben Krafttraining gemacht während der letzten Folge. Ich kann schon Kisten heben und mein toller Partner hier, der kann schon Hühner hochheben. Hallo, wer Ja, bist du es denn? sind nur Hühnerstatuen. Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir lassen das Spiel mal weiterlaufen. Und ich Yay, gewann das ciao. Land. Ja, es klappt natürlich nicht immer, dass wir genau zum Partende das Spiel beenden. Zum Tagesende das Spiel beenden. Oder andersrum. Zum Tagesende den Part beenden. Wow. Deutsch. You speak it. So, Cutscene. Bla bla bla. Wir machen es kurz. In der Kurzfassung sagt er uns, hey, der Vorbesitzer ist mit allen Ausstellungsstücken weggerannt und hey, willst du mir nicht die Ausstellungsstücke zurückbringen, wenn du was findest? Die Bibliothek ist eine der besten Einrichtungen, die die Stadt Pelikan zu bieten hat. Sie wird mit den Steuern finanziert, die wir von den örtlichen Betrieben einziehen. Insgesamt hat die Bibliothek auch drei nützliche Bücher, das sind diese drei, und die habe alle ich gefunden. So, wir können dem Museum was spenden. Wir wollen dem Richtig. Museum was spenden. So. Oh, das sehe ich sogar im Chat unten. Und Dried Starfish. Und das da, den Tail packen wir. Doch, doch, den packen wir mal dahin. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Du hast dreimal Skelettverbündete Ne, ich habe ihn nur Skelette. jeweils mal umsortiert. So, das, Ach so. die erste Belohnung sind 9 Blumenkohlsaaten. Das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Das ist definitiv nicht schlecht. Ich werde jetzt ein bisschen Geld ausgeben bei Gunther, um die 6 Geoden, die wir haben, aufzubrechen. Für 25 ist das in Ordnung. 3 Kohle. Ja, wir haben genug Geld. Ein Schiefer. Ein bisschen Lehm. Ein versteinerten Slime. Schleim. Heißt sie im Deutschen? Und Arachnid? Nee, Alamid. Irgendwie so. Arachnid sind Spinnen. Uiuiui, ich hoffe, das hat man nicht zu so laut gehört. Hast du getan? Ich wurde angeschrien. Oh, ich habe nichts gehört, tatsächlich. Mein Handy hat halt voll laut vibriert. Ich fische keine Mülltonnen, so gehe ich. Ich fische Fische. Ich krieg sogar So. Goldfische mittlerweile. 3 neue Sachen gespendet. Ja, habe ich gesehen. Oh, nein, nein, bleib hier Fisch, bleib hier Fisch. Und dann gehe ich Oh ganz Gott. kurz. Ich gehe mir mal ganz kurz das Beutel-Upgrade kaufen, ne? Ja. Mach das. Du kannst vielleicht, wenn du auf dem Rückweg nochmal vorbeikommst, hier unten ein paar Fische mit abholen, weil Die kannst du ich direkt habe bei meine. Willy verkaufen. Ja, aber. Ja, Löwenzahn für okay. Haley? Ja, auf jeden Fall. Wenn man 120 für einen Löwenzahn kriegt, sag. Ach, natürlich hat er schon nicht mehr. Doch, da, das kann ich auch jetzt kaufen. Kaufen. 24 Plätze. Fox hat die große Tasche Ah, du gekauft. kannst sie also nicht geheim kaufen. Ich sehe das genau, wenn du sie kaufst. Wurde dein Inventar auch vergrößert? warte. Nein. Okay. Es steht ja auch im Chat eindeutig, Fox hat die große Tasche gekauft. Hi. Ja, Fox lässt nie eine Mülltonne aus. Wenn ich mit ihm hier durch die Stadt laufe, ist das echt schlimm. Ja, Fox lässt nie eine Mülltonne aus. Das nennt man übrigens, das ist nicht Mülltonnen fischen, sondern das ist Mülltonnen treten. Das ist ein Volkssport bei mir. Ich liebe diese Tätigkeit des Mülltonnentretens. Solltest mal sehen, wenn wir hier gemeinsam durch die Straßen laufen. Wir ziehen durch die Straßen bis nach Mitternacht. Und treten Mülltonnen, das haben wir immer gemacht. Wir brauchen Martin dafür nicht. Moment, was? Nein, ich trete die auch nicht. Ich guck nur, dass dich keiner sieht. So, 250 wieder dafür bekommen. Fortschritt 100 bekommen. So, Aufnahme. 10 Schleims töten. Sich seinen Weg schmieden. Stelle einen Schmelzofen her. Und tiefer in die Mine. Erreiche 40 in die Minen. Ah! Oder heißt es A? Ja, wenn du regelmäßig meine Streams schaust, dann wirst du sehen, dass das Mülltonnenlatschen bei mir sowas wie Tradition hat. Löwenzahn, den bringe ich noch schnell zu Haley. Haley! Werden Hat sie nicht alle ganz nie? doll, die ist okay. Ich will keinen Ohrwurm, ihr seid doof. Ja.
Zugi, willkommen in der Familie. Never gonna give you up. Never gonna Na? let you down. Never gonna run around And and desert desert you. you. Lieferung. Oh, wir müssten mal gucken, ob wir die Quests beide annehmen können und dir dann beide das gleiche in die Gesicht, das gleiche ins Gesicht drücken können. Sinnvoller wäre, wenn das quasi, wer zuerst kommt, mal zuerst ist. Ja, klar. Sonst werden die alle mit der doppelten Menge von Müll zugesperrt. Da ist Lea. Haha. Ich habe jetzt alle angequatscht gleich, ne? Sollen wir den Seetang, soll ich Seetang aufbewahren? Bringt nur was zum Essen. Nee, Seetang? Seetang kannst du tatsächlich verkochen, zu Seetangsuppe. Seetang heben wir auf. Kann Sushi mitmachen. Ich kriege tatsächlich sogar fast alle Fische mit. Oh, verdammt, Mache eine Sardelle muss jemandem ich. ein Geschenk. Eine Sardelle muss ich da lassen. Es muss kein gutes Geschenk sein. Pam, ich mag dich nicht, du wohnst in einem Trailer, du kriegst jetzt eine zerbrochene CD. Das ist einfach nur abscheulich. Und dafür kriegst du jetzt 100 Gold. Auf meinem eigenen Spielstand habe ich es tatsächlich so gemacht. Oh, da ist der Meerrettich. Oh, du läufst mir gerade vor dem Gesicht rum. Oh, hier, nimm diesen Meerrettich. Ja, Meerrettich geht, aber den mögen die Leute noch, aber eine zerbrochene CD. Sorry, Leute. Suki, love it or leave it. Oder sowas in der Was Art. rennst du so schnell? Wieso bist du so schnell? Ich laufe einfach gerade. Ich bin nicht betrunken. Aber ich laufe auch gerade. Es gibt ordentlich Geld jetzt hier. Falsches Haus. Geh in dein eigenes Bett. Ah, das ist Muskelgedächtnis schon. Wie man Freunde findet, muss kein gutes Geschenk sein. Hier, eine zerbrochene CD. Genau das sage ich halt. Ja, so findet man auch eine Frau zum Heiraten. Du bleibst einfach jeden Tag da und haust dir irgendwas ins Gesicht. Die Ich ganze hab Zeit. Lea. Bei Lea ist es ja noch sinnvoll. Du gibst ihr einfach jeden Tag Salat. So, ne? Ja. Aber bei Oder solchen. Abigail, der drückt schon halt jeden Tag einfach einen Kürbis ins Gesicht. Echt? Ich habe nie Kürbisse. Ich drücke ja immer. Hier, wie heißt das? Amethyst. Amethysten und sie isst die Ja, dann. aber Kürbisse hast du tatsächlich Goldqualität und Goldqualität ist besser als Edelsteine, weil Wie ich Edelsteine keine Kürbisse Qualität habe haben. ich Abigail schon geheiratet. Ja. Miau. Hat Sushi gesagt. Sechster Ich Tag im kann Frühling, ne? Krabbereisen bauen. Nice. Und wenn wir jetzt noch den Recycler kriegen, dann kann ich anfangen, Krabbenhäusen wirklich überall aufzustellen. Und den Wurmkorb. Königin Wetterbericht? der Soßen. Teils wolkig mit einer leichten Gemüsepfanne. Brise. Oh, Wartag, das wird für dich ganz schlecht morgen. Erwartet eine Menge Pollen. Ach, Mist. Ich glaube, ich bleibe den ganzen Tag drin, das ist okay. Oh, Guckfertig. ich werde heute extra Glück haben. Ich gehe in die Mine. Kannst du gießen? Ja. Gemüsepfanne. Okay, ich habe Gemüsepfanne gelernt. Guck mal, Fernsehen gibt's heute Gemüsepfanne. Ich ernte aber. Naja, mach das. Um den Farming-Skill hochzutreiben. Klar, so geht das. Mache ich doch immer so. Also, das ist der Plan. Zweimal in der Woche der Frau, die ich heiraten will, einfach was ins Gesicht klatschen. Suki, Irgendwas, was ich unglaublich brauche. da kann man froh sein, wenn man entweder nicht die Frau ist oder keine zerbrochenen CDs bekommt. Auf zum 13,25. täglichen Angeln. Wie viel Kupfer brauchst du für ein Silo 5, ne? Ja. Aber wir Und brauchen ich erstmal brauche. 20 Kupfer für den Ofen, das ist das Problem. Ich brauche Eisenbahn für die Krabbenreusen, falls dir was sowas über den Weg läuft. Ja, wie gesagt, nee, Eisenbahn ist nicht. Ach nee. Der Frau, der ich heiraten will, klatscht dann ganz andere Sachen ins Gesicht. Ich dachte, wir einigen uns auf jugendfrei. Hä? Hä? Was? Was? Was denkst du denn schon wieder hier? Ich meine Warte. natürlich Gummibärchen. Suki meinte gerade, dass noch eine Pflanze ohne
Wasser. Was? Was? Moment, da komme ich sogar vom. Da komme ich sogar vom. Ach, kann ich heute Abend. Yasuki, andere Sachen, aha. Kann ich heute Abend, das muss ich jetzt nicht machen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden, Wartrag. Suki, erinnere mich bitte nachher dran, wenn der Attack zur Neige geht, dass ich nochmal die Pflanzen gieße. Das ist wichtig. Ja, ich habe eine Kirschbombe gefunden. Nice, damit kannst du gleich Sachen in die Luft sprengen. Ja, damit kann ich uns gleich den Weg zum Zwerg frei machen, auch wenn wir den Zwerg noch nicht verstehen. Das ist schlecht. Ja, gut, oder so. Ah! Ich verzweifle gerade an diesem einen Fisch hier. Aber ist das eigentlich gar nicht so schwer? Was ist das? Suki. Okay, Suki, bitte nicht hier im Stream, okay? Ich hab Anker gefunden! Ich hab Anker geangelt! Was hast du? Ich hab Anker geangelt! Für Gunther! Wow! Und prähistorisch Werkzeug! Deswegen war der Fisch so schwer, das erklärt einiges. Wenn dein Anker dran hing. Braves Mädchen. Das ist super lieb von dir, Suki. Das sag ich ja, braves Mädchen. Ach, es ist schön. Ruhe. Das Meer, was rauscht. Der Fisch, der ein bisschen blubbert. Das Knarzen der Angelsehne. Ebene 12, da hinten gibt's Kohle. Oh, Kohle ist gut. Noch ein Heilboot. Ich glaube, es ist gerade Heilboot-Saison. Fox, heute Abend gibt's Heilboot. Okay. Ich glaube, wir brauchen ein Heilboot für die Community, fürs Community Center. Ich glaube, am 10. oder am 15. kriegen wir das Community Center freigeschalten. Ja, Suki, in einem normalen Stream wäre das auch alles kein Problem. Ich meine, gut, man sieht ja den Chat nicht, das ist das Gute. Aber wenn wir darauf jetzt genau eingehen, dann wird das auf ewig auf YouTube sein und, naja, ne? Auf also. Ewig! Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Klingling, 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 klingling. Auf ewig! Auf ewig! Auf ewig! Okay, es reicht. Ey, Elliot, was geht? Elliot? Der neue Bauer, ja. LJ. Oh, Suki, du hast das übrigens noch nicht mitgekriegt, glaube ich, weil du erst noch nicht da warst. Aber wir haben rausgefunden, man kann sich auch gegenseitig heiraten. Ja, man kann sich auch gegenseitig heiraten. Denn wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Fox ist 10.000 Schritte gegangen. Ich wusste gar nicht, dass es das im Stardew Valley gibt. Eben. Ja, normalerweise ist es kein Problem. Darfst du dich gerne so frei benehmen, wie du möchtest. Was? Du wusstest das, Suki? Warum hast du mir das nicht erzählt? Ich wusste das auch. Also mach dir nichts draus, Mafi, aber... Ich freue mich. So. Ich werde dich nicht heiraten, Fox. Jetzt freust nur noch du dich. Ich bin jetzt traurig. Ja, Lost. Hallo erstmal und ja, der heißt nicht umsonst Aufnahme-Channel. Hallo Lost. Und, ja. Ja, du weißt doch, wie verplant er ist. Wenn Verplantheit einen anderen Namen hätte, hieße sie Vardrak. Wenn sie nicht Verplantheit heißen würde. Hä? Was? Na, weil du nicht wusstest, dass man sich gegenseitig heiraten kann. Ach so. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich wusste über den Multiplayer schon. Was heißt wenigen Sachen? Ich wusste relativ viel, aber... Du wusstest nicht, dass Pferde durch Zäune reiten können. Ich glaube, das ist ein Bug. Das ist ein Feature. So wie der Käfer, ne? Wo hier hinten groß das, der Aufkleber-Feature drauf ist. Finde ich auch lustig. Ja, fand ich super.
Aber solange wieder nicht Boar Mafi rausgeholt wird, ist alles gut. was ich gerade selbst getan habe. Weißt du, was daraufhin gerade mein Gedanke war? Hm? Boar Mafi, muss das sein, dass du das jetzt wieder aufrollst? Ja, muss sein. Oh, diese... Oh, nee, 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 bitte nicht, nein, nein, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Was tust du, was tust du? Sterben. Mine verlassen. Okay, mach mal. Ich will nicht sterben. Was passiert eigentlich, wenn du stirbst? Ich tauche zu Hause wieder auf und verliere einen Haufen Zeug. Ui, angeln. Ja, mehr Köder. Lost, wie geht's dir? Wie kommst du auf einmal hier auf diesen Stream? Was verschafft uns die Ehre? Twitter. Ich weiß gar nicht, ob Lost mir auf Twitter folgt. Ich auch nicht. Lost, folgst du mir auf Twitter? Bist du ein Stalker? Hat hier ein Vögelchen gezwitschert, dass ich hier bin? Nicht wahr, Drag? Hm? Was? Ich hab nur einen Wartrag-Witz gemacht. Ach so. Naja. Hat eine Weile gedauert, bis ich einen passenden gefunden habe, aber... Wie machen die Gegner, okay, wenn die sterben? Ich kann auf Twitch. Fox, kannst du das mal, Fox, kannst du das mal bitte nachmachen, wie die Gegner sterben? Gott, ich glaub. Irgendwie so, okay. Glaube ich. Ja, ich heiße, jetzt weiß ich wieder. Achso, oder meinst du. Meinst du diese Gegner? Ja, die sterben sehr lustig. Ach, das ist jetzt richtig kacke. Drei so eine Dinger, die sich gleich verpuppen werden. Amphibienfossil. Ich glaube, ich muss morgen einfach mal bei Gunther vorbeigehen. Sortierst du die Artefakte irgendwie nach irgendeiner bestimmten Ordnung? Nur so ein bisschen sowas wie, dass ich die ganzen Minerale zusammenpacke. Ja, Minerale angle ich ja nicht. Und die anderen, achso, die Knochenteile von den, von dem Dinosaurier. Ja, dieses Flutsch ist wirklich sehr witzig, das kann ich aber leider nicht nachmachen. Drei Schläge für ein Kupfererz. Aber dafür lohnt sich die Kupferausbeute heute schon, ich habe schon 28. Nice! Magma-Geoden! Hä? Kriegt man die doch schon? Ja, die kann man doch noch nicht kriegen. Ich bin ziemlich verwirrt gerade. Hoffentlich okay, verletzt du dich nicht selbst. Oh, sehr gut. Dann muss ich da runter. Also ich sag jetzt nicht nein zu Magma-Geoden. Magma-Geoden sind super. Ich will noch auf Ebene 20 kommen. Was mir gerade sehr leicht gemacht wird. Natürlich ist Ebene 19 diese Kackebene. Ich werde jeden Stein hier umdrehen. Oh Gott! Oh Gott, Nachtfisch! Nachtfisch! Nachtfisch, der ist schneller! Ja, das tut er. Das tut er. Nacktfisch! Nacktfisch! Nacktfischen? Was? Ja, das mache ich auch gerade. Schaut in mein Video. So wie Nacktbahn? Moment, hast du die Facecam rein oder was? Ich mache nicht nackt aufnehmen. Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. So, ich muss noch eine Ebene weiter runterkommen und das will ich heute verdammt nochmal schaffen. Verfranzt nochmal, wollte ich sagen. Klar zählt viel Suki, ich muss ja auch irgendwie in den Videos vorkommen. Er muss auch auf seine Wortzahl kommen. Er hat so wie andere ein Laufziel haben, hat der halt ein Wortziel jeden Tag. Ja. Ich habe ja so einen Ticker in der Hand, die ganze Zeit mitklicken. Na bloß gut, dass ich das nicht habe, ich käme aus dem Ticker gar nicht mehr raus. Na eben, bei dir würde ich ganz ganze Zeit klick machen. Der würde ja ständig wieder umspringen, der geht doch nur bis dreistellig, oder? Vierstellig die meisten, glaube ich. Ja, trotzdem nicht viel. So, neue Ebene. Ein neues Schwert! Stahlkurzschwert. Ja, ihr seid lieb, wir sind immer lieb. Suki, wir sind die liebsten Menschen, die du jemals kennenlernen wirst. Sprich mir nicht dazwischen. Was sagt die Aufnahmezeit? Aufnahmezeit sagt 20 Minuten exakt.
Und Tag ist gleich zu Ende. Genau, ich komme jetzt nach Hause. I'm coming home. Ich hab kein Heilbutt, ich hab den verkauft. It's a beautiful day. It's a beautiful evening. I'm going home. It's a beautiful day. Verdammt, das reimt sich jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich nicht Morning gesagt habe. Gießen, Marfi. Oh, ja, Gießen, Gießen. Ich sehe nicht mehr, welche war das? Oh, ja, da, tatsächlich. Suki hat recht. Auf nach Gießen. Suki hat immer recht. Und wo kommst du denn da? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus der Mine, bitte sehr. Danke, Suki. Hab rechtzeitig gegossen. Wow, eine Sache, die Suki bestimmt auch noch nie gehört hat, aber da kann man einen super Witz mit zu Suki machen. Tada, tada, tada. Box? So, ich geh schlafen? Ja, ich schlafe schon längst. Ich warte. Ja, ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Robuster Ring. Ja, Kampfstufe 1. Ich kann einen robusten Ring herstellen. Nicht ich bin dadurch robuster, nur der Ring ist robuster. Okay. So. Mach du mal die Verabschiedungsformel. Gut. Was? Hände zusammen und CBB Ole. Hände, CBB Ole. Was? Ja. Mach du mal erstmal dein Ding zur Verabschiedung, ich mach dann mein Ding. Okay, mit dem Beginn klappt das schon, das abzuwechseln, mit dem Ende noch nicht. Wie immer von mir, schaut euch auch mal die Folge von The Wardrock an, lasst ihm einen Kommentar da, lasst ihm ein Like da, schaut auf unseren Twittern vorbei, wir twittern da ab und zu mal was durch die Gegend. BloodyFox13 und The Wardrock und auch auf twitch.tv/BloodyFox13 findet ihr ab und zu mal Streams zu Stardew Valley, zu Subnautica, zu allem möglichen Krams, Rollercoaster Tycoon 2, was auch immer ich gerade Lust habe zu streamen, da bekommt ihr mal die neuesten Informationen. Ja, und falls ihr Interesse habt, um zu sehen, was wir beide so machen, weil Fox ja nur streamt, guckt euch die Videos einfach gleichzeitig an, macht einen davon, mutet einen davon und schon habt ihr den doppelten Spaß. Da freuen wir uns alle. Werde ich übrigens machen, damit ich sehe, was du da so gemacht hast. Okay, bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö. Ciao.